Das wäre noch viel schlimmer. Oh, das wäre richtig scheiße. Das wäre noch viel, viel schlimmer. Ich rechne es nachher kurz aus auf meinem Handy und dann gucken wir. Wir machen aber hier während dieser Zeit weiter mit einer großartigen jungen Dame, die, wie gesagt, ursprünglich aus Trimbach kommt. Der Slam-Metropole der Schweiz. Trimbach bei Olten. 7 Einwohner, 2 Slam-Poeten. Das ist schon krass. Sie war schon lange nicht mehr hier, heißt sie ganz, ganz herzlich willkommen mit einem Tosenapplaus, die großartige Lisa Christ! Hallo. Ja, ich habe einen Text mitgebracht, den ich geschrieben habe für meine Lesebühne in Olten. Es ist so, dass wir uns immer vom Publikum Wort geben, also 3 Wörter geben lassen. Ich veranstalte die Lesebühne mit 2 Männern zusammen und dann stimmen wir immer ab. Ja, ich verliere dann meistens. Und so ist dieser Text entstanden zum Thema Schokoladenkondom. Warum? Warum sollen Penisse nach Schokolade schmecken? Warum wollen Menschen überhaupt, dass Genitalien nach Essen schmecken? Warum heißt es Eat Pussy, aber Suck Dick? Ist der Schokoladengeruch überhaupt penetrant genug, um den Latexgeruch zu übertünchen? Und wenn ja, ist das dann nicht dasselbe Prinzip, wie im Mittelalter Parfüm über ungeduschte Körperstellen zu sprühen? Riechen ein paar Leute so streng, dass man ein geschmacklich verändertes Kondom benutzen muss? Und wenn ja, sollte man dann mit diesen Menschen nicht einfach keinen Sex haben? Gibt es auch Lecktücher mit Schokoladengeschmack? Benutzt überhaupt irgendjemand jemals Lecktücher? Vorausgesetzt, der Geschmack ist authentisch. Wie kann man wissen, ob jemand wirklich geil ist oder nur Hunger hat? Ist es gefährlich, eine hungrige Frau einen Blowjob mit Schokoladenkondom ausführen zu lassen? Ist ein Penis mit Schokoladenkondom darüber ein Branchli? Sowieso. Kann man sich beim Sex denn nicht einfach aufs Wesentliche konzentrieren? Warum kann man nicht einfach essen und danach vögeln? Oder vögeln und danach essen? Oder vögeln und rauchen und dann essen? Gibt es auch Kondome mit Zigarette danach Geschmack? Oder schlechte Kondome mit integrierter Pille danach? Funktioniert ein Schokoladenkondom als Köder für Verzweifelte an einer Bar? Macht Schokolade wirklich glücklich? Und wenn ja, ist der Sex mit einem Schokoladenkondom dann besser? Auch ohne Orgasmus? Ist ein Ejakulat in einem Schokoladenkondom ein Schokobrunnen? Ist das Sperma dann die Füllung der Kondompraline? Wie viele Pralinen mit ein wenig extravaganter, nussig-salziger Füllung habt ihr in eurem Leben schon gegessen? Woher haben die Lindt-Schokolatiers wohl ihre Ideen? Bekommen Angestellte eines Schokoladenkonzerns gratis Schokoladenkondome als Firmengeschenk? Warum gibt es extra Schokoladenfarbe, um sich damit den Körper anzumalen? Reicht es nicht, normale Schokolade zu schmelzen? Warum werden zu dieser flüssigen Schokoladenfarbe extra Pinsel mitgeliefert? Warum ist es keine Fingerfarbe? Sind in normaler Schokolade Spermizide enthalten, für den Fall, dass man sie schmelzen und zu Schokoladenkondomen gießen möchte? Schmeckt man Spermizide? Können wir je wissen, ob es keine Spermizide in normaler Schokolade hat? Können wir je wissen, ob es kein Sperma in normaler Schokolade hat? Kann ich je wieder Schokolade essen, ohne an das hier zu denken? Gibt es auch weiße Schokoladenkondome? Wenn der Schokoladengeschmack nicht stark genug ist, sind dann alle normalen Kondome weiße Schokoladenkondome? Können Schokoladenkondome, wenn man sie falsch aufzieht, Spuren von Nüssen enthalten? Kann ein Schokoladenkondom bei zu viel Reibung schmelzen? Und wenn es dann kaputt geht, wird das Kind dann schwarz? Gibt es auch Schokoladengleitcreme oder Sahnegleitcreme?
Warum gibt es immer nur süße Geschmäcker und Früchtekondome? Warum nicht mal ein Salatkondom mit French Dressing? Oder ein Spaghetti-Kondom mit Bolognese-Gleitcreme? Oder ein Hotdog-Kondom mit Ketchup? Gibt es vielleicht ganze Menüsets in Form von Kondomen? Ist das das Geheimnis der Diät von Pornodarstellerinnen? Sind Schokoladenkondome auch für laktoseintolerante Menschen geeignet? Und wenn man von Analverkehr zu Fellatio wechselt, wie kann man dann jemals sicher sein, ob das jetzt das Kondom... Nun, die Antwort auf all diese Fragen ist nein. Nein zum Schokoladenkondom. Ja zu Sex. Vielen Dank. Aus Trimbach bei Olten, Lisa Christ. Wow, jetzt hat's ja hier geklappt. Ja, wunderbar. Auch rausgefunden, wenn die Spalte zu schmal ist, rundet die Sau von alleine. Unglaublich. Gut, sehr schön, wir kommen gleich nochmal dazu. Vorher, liebe Jury, zeigt uns die Noten für Lisa in 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. Okay, 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 okay. Wir beginnen wieder links hinten. Ist das okay für dich? Okay, ich sehe eine 7,8. Ich sehe eine 8,8. 3? 3. Sauklaue. Eine 8,3. Ich sehe eine 7,1. Ich sehe eine 7,5. Und ich sehe zum Abschluss eine 8,7. Es gibt 23,6 Punkte für Lisa Christ. Ein Applaus für die Dichterin. Genau. Nicht für die Note. Ein Applaus für die Dichterin. So. Wir möchten auch jetzt kann man es auch sehr schön sehen. Ich wurde nochmal gefragt aus dem Publikum, da stimmt ja was überhaupt nicht. Doch, doch, genau. Da stimmt schon. Die höchste und die tiefste Note werden gestrichen. Ja? Genau. Ja, ja. Deswegen haben wir jetzt nämlich auch den korrekten Stand. 26,4 waren es für Thomas Spitzer, 25,8 für Mona Harry. 23,6 für Lisa Christ. Ihr wisst schon, ja, liebe Jury, ihr dürft immer tiefer werden, aber ihr müsst natürlich nicht. Aber das ist ja ganz euch überlassen. Das hast du ihm vorher noch gesagt, sie sollen nicht immer höher werden. Genau, du genau. Die Leute also total. Sie dürfen einfach machen, was sie wollen, solange es irgendwie vertretbar ist für sie selber, wenn man sie dann in der Pause darauf anspricht. Gut, wir kommen zum nächsten.